Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das lustige Kartenspiel Dodelido. Zwei gleiche sind nicht dasselbe. Wer hier blitzschnell schaltet und die richtige Aussage trifft, wird am schnellsten alle seine Handkarten los und gewinnt somit das Spiel. Eigentlich ganz einfach, gäbe es da nicht zum Beispiel die langsame Schildkröte oder das bissige Krokodil, was noch mehr Spannung und Action hier in das Spiel Dodelido bringt. Wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf, kurz und knackig. Sucht ihr noch weitere Regelerklärungen, schaut hier oben. Hier findet ihr noch über 215 Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Abonniert mich gern, so seid ihr perfekt für den nächsten Spieleabend vorbereitet, denn es kommt einmal die Woche ein neues Regelvideo. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's, Dodelido! Solltet ihr jetzt oder später irgendwelche Fragen zu diesem Spiel haben, dann ab unten in die Kommentare. Ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Zu den Spielkarten. Es gibt insgesamt 105 Spielkarten. Von jeder Tierart gibt es 20 in unterschiedlichen Farben. Insgesamt gibt es aber 5 unterschiedliche Farben. Und dann gibt es noch 5-mal das Krokodil. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Es ist total egal, wie viele Leute mitspielen. Ihr teilt die kompletten Karten auf so viel Stapel, wie ihr Spieler seid. In unserem Fall für 4 Spieler. Überzählige Karten kommen zurück in die Schachtel. Jeder Spieler lässt seine Karten entweder auf den Tisch liegen oder nimmt sie auf die Hand und es wird dann im Uhrzeigersinn gespielt. Es beginnt der Jüngste. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, deckt er die oberste Karte von seinem Stapel blitzschnell auf und legt sie in die Tischmitte und macht ohne zu zögern eine Aussage. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und das geht so weiter. Wichtig, unabhängig von der Spieleranzahl befinden sich immer 3 Ablagestapel hier in der Mitte. 1, 2, 3. Und die werden dann nach und nach bedient. Also erst das, 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 dann wieder das, das, das und so weiter. Oder ihr packt sie so als Dreieck hin und dann immer im Uhrzeigersinn. Auch schon bei der ersten Karte gilt die Regel und hier sagt man nichts. Möglichkeit 1, Übereinstimmung bei einem Merkmal, entweder Tierart oder Farbe. In unserem Fall Farbe weiß. Gibt es eine Übereinstimmung, also aus mindestens 2 Karten, die das gleiche Merkmal vorweisen und eine Mehrheit, ruft der Spieler blitzschnell die jeweilige Tierart oder Farbe. In unserem Fall, wie gesagt, weiß. 2 weiße Karten, die Mehrheit weiß. Hier 3-mal rosa, also rosa. Und hier 2 Kamele, Kamele. Zweitens, Übereinstimmung beider Merkmale, Tierart und Farbe, aber mit Mehrheit. Gibt es sowohl bei der Tierart als auch der Farbe eine Übereinstimmung, sprich mindestens 2 Karten gehören zu dieser Kategorie, ruft der Spieler das Merkmal, welches am häufigsten vorkommt. In unserem Fall Kamel. 3-mal Kamel, 2-mal Gelb. Oder hier Pinguin. 3-mal Pinguin, 2-mal Blau, also Pinguin-Mehrheit. Jetzt ohne Mehrheit. Gibt es sowohl bei der Tierart als bei der Farbe eine Übereinstimmung, sprich mindestens 2 Karten mit dem entsprechenden Typ, aber keine Mehrheit, also ein Gleichstand, wie hier 2-mal Gelb, 2-mal Pinguin. Dann rufst du blitzschnell Dodelido. Oder hier 2-mal Gelb, 2-mal Kamel, Dodelido. Oder hier, gerade nach dem zweiten Legen einer Karte, auch hier 2-mal rosa, 2-mal Kamel, keine Mehrheit, also Dodelido. Jetzt 3, keine Übereinstimmung. Gibt es keine Übereinstimmung, entweder bei der Tier- oder bei der Farbe, dann ruft der Spieler nix. Kommen wir zum Sonderfall Schildkröte. Schildkröten sind besonders langsame Tiere und überlegen etwas länger. Deshalb wird für jede ausliegende Schildkröte ein Ö vor die Aussage gesetzt. Unabhängig davon, ob die Schildkröte bereits ausliegt oder erst gerade ausgespielt wurde. In unserem Fall Ö Dodelido, denn 2-mal Gelb, 2-mal Kamel. Oder hier Ö Schildkröte. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch zum Sonderfall Krokodil. Gibt es 5-mal im Spiel. Wird ein Krokodil ausgespielt, müssen alle Spieler möglichst schnell das böse Tier vertreiben und ihre Hand draufschlagen. Der langsamste Spieler, also derjenige, der die Hand ganz oben hat, bekommt dann alle ausliegenden Karten von allen 3 Stapeln. Und die nächste Runde beginnt. Er nimmt alle Karten, mischt sie, platziert sie dann unter seinen Stapel und die nächste Runde beginnt. Auch wichtig, was passiert, wenn ihr einen Fehler macht? Jedes falsche Wort, das Stottern, jedes falsche Ö, sowie das Zögern oder mehr als 3 Sekunden sich Zeit lassen, wird als Fehler gewertet. Macht ein Spieler einen Fehler, muss er alle ausliegenden Karten von allen Stapeln aufnehmen
und er beginnt dann die nächste Runde. Kommen wir jetzt zum Spielende. Der Spieler, der alle seine Handkarten los wird, hat das Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, das war die Regelerklärung zu Dodelido. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, habt ihr Fragen oder Anregungen, ab unten in die Kommentare. Weitere Regelerklärungen findet ihr hier. Und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße. Ciao.